Jo, was geht? Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und wisst ihr, ich musste vor kurzem nochmal an mein Video zu Pokémon XY denken, wo ich gesagt habe, dass ich diese Spiele liebe, dass es meine Lieblings-Pokémon-Spiele sind und euch einfach für eine Dreiviertelstunde lang aufgezählt habe, warum ich diese Spiele denn halt für mich selber so hochschätze. Und ganz ehrlich, manchmal braucht man das einfach. Und ich habe halt vor kurzem noch ein bisschen nachgedacht über eine andere Generation, die mir halt sehr viel bedeutet. Und das ist halt die dritte Generation. Das war halt früher für eine sehr lange Zeit lang tatsächlich meine persönliche Lieblingsgeneration. Ich bin ein riesiger Fan von Hoenn. Ich weiß, diese Region hat ihre Probleme. Ich weiß das. Aber nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, hin und wieder braucht man das einfach. Einfach mal alle Sachen aufzuzählen, warum man etwas denn so liebt, wie man es tut. Und deswegen möchte ich euch heute unbedingt mal erzählen, warum ich Pokémon Rubin und Saphir so liebe. Das sind Spiele, die haben mich schon sehr lange begleitet. Ich spiele die Spiele immer wieder gerne. Ich habe letztens vor kurzem erst nochmal einen Pokémon Rubin Run gemacht. Da habe ich leider in der Liga verloren, weil ich weggehext wurde von Dragan und seinem eine Libeldra, weil ich keine Attacken mehr getroffen habe. Gott verdammt nochmal. Aber darum geht es jetzt nicht. Und ja, deswegen habe ich einfach gedacht, ganz ehrlich, ich habe das schon einmal gemacht. Ich könnte das, glaube ich, sogar nochmal für alle Generationen machen, die ich halt liebe. Einfach, weil das gute Videos sind, finde ich. Und man das einfach nebenbei gut laufen lassen kann. Und ihr könnt mir auf jeden Fall sagen, egal, was ich jetzt alles erzähle, was ihr von der Höhenregion haltet, was ihr von Rubin und Saphir haltet und ob ihr euch diese Spiele auch so viel bedeuten wie mir. Ich will nur kurz sagen, es geht mir hier tatsächlich um Rubin und Saphir. Und nicht um Omega Rubin und Alpha Saphir. Es hat verschiedene Gründe. Nichts gegen Omega Rubin und Alpha Saphir. Das sind in meinen Augen gute Spiele. Wirklich. Also die haben Gen 6 nochmal so einen kleinen Boni gegeben, den es gebraucht hat. Weil X und Y, wie gesagt, mag ich sehr. Aber Omega Rubin und Alpha Saphir haben diese ganze Generation auch ein bisschen sehr gefestigt. Und wie gesagt, nichts gegen die Spiele. Die Spiele sind auch gut. Aber ganz ehrlich, eigentlich spiele ich immer nur Rubin und Saphir und nicht Omega Rubin und Alpha Saphir. Ich weiß, genügend Leute sagen, nee, die können Rubin und Saphir einfach nicht mehr spielen. Aufgrund der halt ganzen Quality-of-Life-Changes, die es in Omega Rubin Alpha Saphir gibt. Ich meine, wir haben halt die Mega-Entwicklung in Oras. Wir haben den physischen und speziellen Split, den es halt in der dritten Generation leider noch nicht gab. Und ich kann es auf jeden Fall verstehen. Aber ganz ehrlich, ich liebe Rubin und Saphir. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, hier geht es nur um Rubin und Saphir und nicht um Smaragd. Nichts gegen Smaragd, ich liebe Smaragd. Smaragd ist eindeutig das Beste der drei, aber ich bin ehrlich, ich mag Rubin und Saphir mehr. Ich werde die Gründe noch dafür aufzählen. Ich weiß, Leute werden mich hassen, aber ganz grob betrachtet, natürlich ist Smaragd das bessere Spiel. Es hat besser angepasste Arenaleiter, weil die halt einfach, naja, sinnvollere Pokémon haben. Das gleiche gilt auch für das gegnerische Team, auch unsere Rivalen haben alle bessere, wirklich alles wurde besser angepasst an der Welt. Du hast halt ein riesiges Postgame, aber wenn ich Rubin und Saphir halt spiele, dann mache ich halt nicht das Postgame. Nichts, also ich meine, klar, Kampfzone, verdammt, fantastisch. Das ist fantastisch, aber wenn ich das Spiel einfach nur nochmal durchspielen will, mache ich halt das Postgame nicht. Und Smaragd hat halt ein besonderes Manko. Ich bin mir sehr sicher, dass wir alle wissen, welches dieses Manko ist, aber ich komme darauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Was halt für mich das Spiel ein bisschen kaputt macht. Nichtsdestotrotz, fantastisches Spiel. Ganze dritte Generation ist fantastisch, sind wir ehrlich. Aber wie gesagt, es geht mir halt darum, warum ich Rubin und Saphir so liebe. Und wieder nochmal eine kleine Geschichtsstunde, wie damals auch bei X und Y. Bei mir war es damals so, Rubin und Saphir kamen raus und ich wollte diese Spiele haben. Bei mir war es allerdings so, dass ich nicht immer alles sofort bekommen habe. Ich musste halt immer bis Weihnachten oder sonst irgendwas warten. Und ja, die Spiele waren halt schon draußen. Ich glaube, die kamen halt Mitte des Jahres raus. Damals kamen halt Spiele noch nicht direkt zum Weihnachtsgeschäft raus. Und sondern halt, naja, einfach wenn sie rauskamen. Keine Ahnung, es könnte am Anfang des Jahres sein, könnte Mitte des Jahres sein. Ich sehe gerade nochmal, genau, die kamen im Juli 2003 bei uns raus. Das heißt, die Spiele waren bereits draußen, aber ich hatte sie nicht. Das war super scheiße. Und die Sache war halt die, dann habe ich das Spiel zu meinem Geburtstag habe ich dieses Spiel dann bekommen, im Oktober, und ich habe mich so gefreut. Ich hatte meines Wissens nach Rubin, verspreche ich allerdings jetzt nicht, ich meine, ich hatte Rubin, und die Sache war halt die, ich habe die Spiele geliebt, ich habe das Spiel angefangen, ich habe es gespielt, und kein Scheiß, ich habe es am nächsten Tag kaputt gemacht. Frag mich nicht wie, ich habe es kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich hab's einfach kaputt gemacht. Es war einfach Schrott. Ich konnte es nicht mehr spielen. Also, ich meine auch nicht nur, ich hab's nicht mehr reinbekommen. Ich hab die Cartridge geschrottet.
Ich habe die Cartridge einfach geschrottet. Ich habe keinen Plan, wie ich das geschafft habe, aber ich weiß das noch. Und das war super traurig einfach. Aber tatsächlich hat mir damals dann meine Tante im Nachhinein nochmal Saphir geholt. Weil, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass ich Rubin hatte, weil ich dann die andere Generation bekommen habe. Habe ich dann Saphir gehabt. Die Sache war die, dass das Saphir-Spiel auf Englisch war. Weil ich glaube, sie hat mir halt einfach eine ausländische Version geholt, weil es einfach billig war, sie hat das irgendwo herbekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie es aus dem Iran her hatte oder aus Deutschland. Kann ich gar nicht genau sagen. Kann sein, dass sie es im Iran einfach auf Englisch gefunden hat, weil ich damals im Iran war, habe ich halt auch ein paar PlayStation-Spiele, Digimon-Spiele halt auf Englisch gekauft, weil die haben die anscheinend auf Englisch gehabt, fand ich ziemlich lustig. Kann auf jeden Fall sein, dass ich es daher hatte. Und das Lustige ist, das habe ich auch ein paar Tage später kaputt gemacht. Weil dann war halt wirklich Winter. Und ey, ohne Witz, frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. Ich bin ein dummes Kind gewesen. Ich habe dieses Spiel aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund auf den Kopf getan und dann meine Mütze aufgezogen, weil ich zu einem Kollegen gegangen bin, der bei uns in der Nähe gewohnt hat. Ich weiß nicht warum, ich dachte, das war eine coole Idee. Ich war ein dummes Kind, okay? Ich war einfach ein dummes Kind. Ich habe dieses Spiel auf meinen Kopf getan, habe eine Mütze aufgezogen und dann bin ich gegangen. Als ich bei meinem Kollegen war, habe ich die Mütze abgenommen, dann habe ich das Spiel nicht mehr gefunden. Ich war super traurig, ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich halt einfach bei meinem Kollegen gechillt, ich hatte es irgendwo verloren. Auf dem Weg nach Hause lag das Spiel auf dem Boden und jemand hat draufgetreten im Schnee. Ich weiß nicht, warum ich so ein dummes Kind war und einfach all meine Spiele kaputt gemacht habe, aber ich habe es getan. Jedenfalls habe ich dann irgendwann nochmal Rubin bekommen, das habe ich behalten, ich habe es nicht geschrottet. Okay, coole Story. Irgendwann habe ich nochmal das Markt gekriegt, aber darum geht es nicht. Aber das war so quasi meine Erfahrung mit Rubin und Saphir. Ich war ein dummes Kind, bitte hatet mich nicht, danke. Aber das waren quasi so Erfahrungen. Ich wollte immer Rubin und Saphir spielen, aber ich konnte es einfach nicht spielen, weil ich immer und immer und immer diese dummen Spiele kaputt gemacht habe und ich kam nicht weiter. Ich glaube, das Weiteste, was ich kam, war in Saphir bis zum zweiten Orden, bis zu Camillo und dann habe ich wieder kaputt gemacht. Als ich dann Rubin hatte, habe ich es durchgespielt, dann habe ich mich sehr gut gefühlt. Aber ich musste erstmal durch ein paar unschöne Zeiten quasi durch, aber das war halt so eine Sache, weshalb ich dann halt unbedingt halt Rubin und Saphir spielen wollte und mir diese Spiele halt bis heute noch so viel bedeuten, weil es quasi für mich ein richtiger Kampf war, weil ich ein dummes Kind war und all meine Spiele kaputt gemacht habe. Aber egal. Und diese Spiele haben mir wirklich unendlich viel Spaß gemacht. Wirklich unendlich viel Spaß. Ich habe mich direkt in die Starter verliebt und ich möchte das direkt sagen, ich finde, die Starter aus der dritten Generation sind mit die absolut besten, die wir jemals hatten. Die einzigen Starter, die dagegen für mich ankommen, sind die aus der vierten Generation. Weil ich finde, die Starter aus der dritten und aus der vierten Generation sind alle drei fantastisch. Wenn mir irgendwer sagen würde, dass einer von diesen Startern sein absoluter Lieblingsstarter ist, bin ich vollkommen mit fein. Ich meine, mein Lieblingsstarter ist Kanimani, aber dafür finde ich halt Feuerregel und Endivir nicht so gut. Aber ich finde Flamli, Gekabor und Hydropi alle fantastisch. Nee, war auch eine lustige Sache. Dadurch, dass ich das Spiel dreimal kaputt gemacht habe, habe ich jedes Mal mit einem anderen Starter angefangen. Also hatte ich irgendwann alle drei. Ist dann übrigens den zweiten Orden, aber egal. Und wirklich, ich finde alle drei Starter fantastisch. Logok, Zumpex und Gewaltor sind alles drei geile Pokémon. Gekabor, Flamli und Hydropi wirklich absolut fantastisch. Ich finde diese Pokémon richtig, richtig, richtig gut. Und man kann einfach nichts gegen die Starter sagen. Ich finde, man kann nicht viel gegen die Gen 3 Starter sagen. Ich finde die einfach fantastisch und ich wünschte mir, dass wir wieder eine Generation hätten, wo alle drei Starter wirklich fantastisch sind. Ich persönlich mochte alle drei Starter in Gen 8. Also ich mag Hoplo, Mermion und Chimpep. Ich mag aber keine der Entwicklungen. Alle drei Basisstufen, bin ich ehrlich mit euch, ich finde die alle cute. Ich weiß, ein paar Leute haben was gegen Mermion, aber ich finde den auch irgendwie süß. Und ich mag alle drei richtig sehr und ich finde, die sind alle drei auch wirklich stark. Aber sobald die sich entwickeln, geht's für mich halt leider den Bach runter. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich finde, dass die ganze Evolutionsreihen von den Startern aus der dritten Generation fantastisch aussehen. Bitte Stufen, die sind bei allen Kacken. Und nein, ich mag auch Reptane nicht, okay? Ich weiß, alle Leute feiern Reptane wegen Mystery Dungeon Himmel, aber ich muss euch leider sagen, das reicht mir nicht. Ich finde, Reptane hat kein gutes Design. Hatet mich gerne dafür, das ist okay, aber ich mag Reptane leider nicht. Tut mir leid, aber dafür ist Gewalt auch fantastisch in meinen Augen. Und ja, also deswegen, alle drei Starter sind fantastisch. Also, du kannst diese Reise auch mit jedem von den dreien anfangen und du kannst halt immer noch gut vorankommen.
Family ist ein bisschen schwierig am Anfang, weil da halt ein Gesteinsarenenleiter ist. Aber wenn du halt wie ich einfach zu Junglu trainierst, weil du einen dummen Solo-Run machst, dann ist das eigentlich ziemlich egal. Aber dann gehst du mit Doppelkick da relativ easy durch. War eigentlich relativ funny, muss ich zugeben. Oder du holst den Knilz im Steineichenwald. War das der Steineichenwald? Ich glaube, das war der Steineichenwald. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Aber so oder so, das war mit allen drei Startern hast du eine echt richtige... Richtig, nee, Quatsch, Steineichenwald war der aus Johto, ne, was laber ich da eigentlich? Ich hab vergessen, wie der Wald gerade heißt. Ich bin ganz schlecht, was Pokémon-Orte angeht. Aber alle drei Starter, fantastisch. Und das ist in meinen Augen bei allen Pokémon in Gen 3. Natürlich, es gibt hier und da ein paar Aussetzer, wie Neko und Enikoro. Also wirklich, die sind einfach nur scheiße. Ich verstehe nicht, warum ich diese Pokémon mag, außer, oh mein Gott, es sind Katzen. Ist mir so egal, ich kann Katzen nicht leiden. Und ich hasse diese Pokémon, wirklich, die Pokémon sind richtig schrecklich. Aber ich finde, der Gen 3 Pokédex gehört auch mit zu den besten, die wir jemals hatten. Ich konnte mich sehr lange nicht entscheiden, ob ich den 3- oder 4er Pokédex besser finde. Inzwischen ist es halt den Gen 4er Pokédex, genauso wie da, dass ich da auch die Starter ein bisschen besser finde, auch wenn die aus Gen 3 fantastisch sind. Aber der Gen 3 Pokédex hat so unglaublich viele fantastische Pokémon. Wirklich, denkt einfach mal drüber nach. Wie gesagt, die Starter natürlich sind fantastisch. Das habe ich ja gerade schon besprochen. Aber ich finde halt auch Schwalbos, fantastischer Startervogel mit einer der besten, die wir jemals hatten. Ich bin Fan von Tengulis. Ich mag Magnaien. Wirklich, Magnaien ist wahrscheinlich eines der schlechtesten Pokémon, die du am Anfang in Rubin und Saphir haben kannst. Wirklich, das kann irgendwie gar nichts, vor allem, weil Unlicht hier noch speziell ist. Und naja, ist halt nicht so gut. Aber ich liebe Magnaien. Ich nehme das jedes Mal mit. Ich mag sogar Geradax. Ich finde Gardevoir geil. Litharking ist richtig, richtig gut. Ich bin zwar Fan von Gravurms, aber ich hasse halt Flomel. Trotzdem fange ich mir immer an Flomel, zieh das hoch, mach es zu Krakeel und dann zu Gravurms und dann feiere ich es einfach. Gravurms, so ein geiles Pokémon. Litharking ist gefühlt einfach mein Seelenverwandter. Wer hat denn nicht gerne mit Karpels dieses ganze Spiel durchgespielt? Stolos, Meditalis, Veltenso. Wirklich, mir fallen nur fantastische Pokémon ein. Mir fallen hier nur fantastische Pokémon ein. Klar, es gibt ein paar Schnickser, wie gesagt, die Eneko-Reihe. Ich mag Formeo leider nicht. Das ist leider auch nichts für mich. Die Perlu-Reihe ist auch nicht geil. Libisco ist auch dämlich, aber Leute, Metagross, Brutalanda. Ey, muss ich da noch mehr sagen? Diese Pokémon sind so geil und du kannst halt so viele coole Pokémon während der Handlung finden. Klar, sowas wie Tarniel und Kindwurm eher schwierig, auch wenn du Kindwurm relativ einfach in Anführungsstrichen findest, ist halt nur an einer Stelle. Wenn du halt die Region ein bisschen erkundest, kannst du es halt schon bekommen, so ist es nicht. Ist halt leider sehr spät, muss es halt hochziehen, aber ganz ehrlich, es lohnt sich halt einfach. Es ist so ein fantastisches Pokémon, es ist so gut. Und das trifft auf mich für so viele Pokémon einfach zu. Ich liebe diese Pokémon in dieser Generation. Und die Auswahl, wie gesagt, ist für mich auch fantastisch. Und ich muss auch einfach im Allgemeinen sagen, ich finde, Rubin und Saphir sind die ersten guten Pokémon-Spiele, die wir hatten. Ich finde, Generation 1 und Generation 2 sind keine guten Spiele. Die zweite Generation war meine allererste Generation, das war die ersten Spiele, die ich je gespielt habe. Pokémon Silber, danach habe ich Gold gespielt und dann Kristall. Aber ich finde, Gold, Silber und Kristall sind keine guten Spiele. Die Pokémon-Auswahl ist zum Kotzen. Du hast quasi nur absolute Schwächlinge. Du kannst quasi nur ein Team in Johto bauen, weil der Rest einfach dreckig ist. Ganz ehrlich, der Rest ist einfach dreckig. Die Pokémon, die in Johto mit dazugekommen sind, hasse ich. Ich hasse den Johto-Pokédex. Ich finde, das ist der absolut schlechteste, den wir jemals hatten. Was soll ich mit dem ganzen Kack wie Potrot und so weiter und so fort? Wirklich so schlechte Pokémon einfach. Du hast in Gen 1 in meinen Augen halt, du kämpfst halt eher gegen die Mechaniken als irgendwas anderes. Das finde ich halt super anstrengend zu spielen. Also sehr ich Johto halt auch liebe. So ist es nicht. Ich liebe Johto. Hard Gold und Soul Silver, fantastisch. Aber trotzdem ganz echt die Pokémon-Auswahl. Boah, nee, die geht mir wirklich auf die Nerven. Und ich finde, Rubin und Saphir waren die ersten guten Pokémon-Spiele, die wir hatten. Ja, natürlich, da gab es auch den speziellen und den physischen Split noch nicht. Den gab es erst in Gen 4. Deswegen finde ich Gen 4 halt auch besser. Aber es sind immer noch in meinen Augen sehr fantastische Spiele. Und es macht mir immer Spaß, das durchzuspielen. Ich habe immer eine wunderbare Auswahl an Pokémon. Auch wenn man da hin und wieder ein bisschen schwierig an einige rankommt. Wie zum Beispiel Milotic. Aber egal. Ist ja nicht so, als ob man dieses Pokémon gerne spielen würde, weil es stark ist. Aber nein, du irgendwie der Chance von einer Milliarde oder sowas hast, an ein Barschwarz zu kommen. Oder egal. Jedes Spiel hat Schnickser, ne?
trotzdem macht es mir einfach Spaß, diese Region zu bereisen. Einfach alles daran macht mir einfach Spaß. Ich finde, die Pokémon-Auswahl ist wieder fantastisch. Die Mechaniken funktionieren auch richtig gut. Es wurden Doppelkämpfe eingebaut und ich liebe Doppelkämpfe. Ich finde es super schade, dass es nicht mehr davon gibt. Deswegen bin ich so auch so froh über Colosseum und XD. Das sind ja pure Doppelkampfspiele und das ist fantastisch. Wirklich Doppelkämpfe finde ich, sollte es mehr in Pokémon geben. Und ich verstehe auch nicht, warum ab Gen 3 nicht einfach gesagt wurde, wir haben nur noch Doppelkämpfe, weil es ist das offizielle Kampfformat und ich finde es besser. Klar, damals war es ein bisschen schwierig in Einzelkampf und ich finde, das wäre besser gewesen. Also, ich finde, Doppelkämpfe hätte es mehr geben sollen. Ich meine, Viviane haben wir alle gestruggelt damals an Ben und Svenja. Ihr wahrscheinlich extrem hart. Ich habe in meinem Leben noch nicht an Ben und Svenja gestruggelt. Ich weiß nicht, warum immer alle Probleme damit haben. Die haben halt nur zwei Pokémon in Rubin und Saphir, wenn ich mich nicht irre. Und ganz ehrlich, ich habe meistens Zoomfax genommen, weil es mein Lieblingsstarter von den dreien ist und der sitzt als Surfer ein und gewinnt. Das ist halt einfach egal. Ich habe in meinem Leben noch nicht gegen die gestruggelt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum alle Probleme damit hatten. Aber dafür sind halt andere Arenaleiter extrem stark in der Generation und ich glaube, die wären halt noch stärker gewesen. Also wahrscheinlich, natürlich wären die stärker gewesen, wenn du halt nur auf Doppelkämpfe konzentriert hättest. Und ich finde es halt sehr schade, dass halt die Doppelkämpfe in Gen 3 eingebaut wurden. Aber leider wurden die halt nicht wirklich komplett ausgenutzt, weil man hatte halt trotzdem hauptsächlich halt Einzelkämpfe, was ich sehr schade finde, weil Doppelkämpfe hätten sich in meinen Augen sehr, sehr, sehr gelohnt. Also wirklich sehr gelohnt. Das finde ich halt einfach nur sehr schade. Aber wie gesagt, trotzdem, die Spiele finde ich echt fordernd. Wie gesagt, ich hatte ja auch meine Nuzlocke verloren. Die Spiele finde ich wirklich fordernd. Du hast richtig starke Arenaleiter. Eigentlich ist Felicia als erste Arenaleiterin schon recht strong. Sie hat halt ein Nasknet, das ist halt ein relativ gutes Pokémon. Und du kannst da halt auch mit Gekkabor und Hydropien nicht so perfekt gegen ankommen, weil halt Aquaknarre und Absorber jetzt nicht die stärksten Attacken sind. Und es kann halt schon Probleme dir bereiten. Also ist auf jeden Fall ein starkes Team. Du hast halt auch sowas wie Winona, war die auf Englisch halt die Flugarena-Leiterin. Die ist auch unglaublich strong mit ihrem Altaria, mit Drachentanz, Erdbeben. Die macht dich einfach komplett fertig. Wie gesagt, viele Leute haben Probleme gegen Ben und Svenja gehabt. Und es gibt auch einfach starke Trainer in dieser Generation. Wirklich, es ist in meinen Augen schon kein unglaublich leichtes Spiel. Und das finde ich auch gut. Es ist aber in meinen Augen nicht halt so fordernd, dass es unfair ist und nervig wird. Aber auch gleichzeitig nicht so leicht, dass du halt durchrushen kannst. Ist so ein bisschen das Problem mit X und Y, das halt schon sehr leicht ist. Aber ich finde, Rubin und Saphir hat einen sehr, sehr angenehmen Schwierigkeitsgrad. Und das finde ich halt auch, dass in Gen 3 und Gen 4 halt beide fantastische Schwierigkeitsgrade haben. Und das macht einfach Spaß zu spielen. Ich finde, das macht einfach Spaß zu spielen. Du bist gefordert. Auch als Kind musst du halt ein bisschen nachdenken. Hin und wieder gibt es ein paar Kämpfe, die natürlich ein bisschen nerven können. Aber ganz ehrlich, meistens macht das auch Spaß, wenn du es dann geschafft hast. Und es war auch nicht zu schwer, dass ein Kind das nicht schaffen könnte. Ich meine, ich habe es ja auch irgendwie geschafft. Also irgendwie muss das ja funktioniert haben. Und das ist halt in meinen Augen sehr, sehr gut. Vor allem auch so Kämpfe gegen die Team Aqua und Team Magma Admin. Können manchmal ein bisschen nervig sein, weil ihre Golbats halt Konfusstrahl einsetzen. Das ist ein bisschen nervig, muss ich halt zugeben. Aber prinzipiell, nö. Ich würde sagen, der Schwierigkeitsgrad von dem Game ist halt sehr angenehm. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Team Aqua und Team Magma waren. Ey, wie geil ist es denn, zwei Bösewicht-Teams in einem Spiel zu haben. Und nein, so eine Kacke wie in Sonne und Mond mit der Aether Foundation und Team Skull zählt halt nicht, weil die waren beide scheiße. Ich hasse beides schlechte Teams. Haut ab damit. Schlechte Spiele, geht weg. Nee, aber Team Aqua und Team Magma, klar, die haben ihre Probleme. Denn sind wir ehrlich, was die labern, ist super dämlich. Was die labern, ist einfach dämlich. Wir wollen mehr Landmassen erreichen. Oh nein, jetzt haben wir mehr Landmassen. Jetzt haben wir kein Wasser mehr. Es ist zu warm. Wir wollen mehr Wasser erreichen. Scheiße, Menschen brauchen Land zum Leben. Oh mein Gott, ist es dämlich. Also, wenn wir ehrlich, Team Aqua und Team Magma gehören mit zu den dämlichsten Teams überhaupt. Weil die einfach nicht darüber nachdenken, was deren Ziele für Konsequenzen haben. Aber, das habe ich immer wieder gesagt, das finde ich bis heute. Ich finde zwar, dass das, was die da labern und die Story halt dadurch durch Rubin und Saphir echt dämlich ist, aber das Storytelling ist wirklich fantastisch. Es ist wirklich richtig gut, weil wenn du als Kind dort bist und dir das Ganze anguckst, denkst du halt so, okay, alles klar, die haben halt ihr Ziel, klingt jetzt nicht so unglaublich dämlich und dann passiert es und dann merkst du, oh mein Gott, jetzt sind wir ja alle geliefert und du denkst halt nicht erst darüber nach, dass deren Ziele total dämlich sind. Das merkst du als Kind nicht. Und selbst als Erwachsener finde ich, dass es halt nicht so auffällt, dass die so dämlich sind, diese Ziele. Weil Team Aqua und Team Magma, und das finde ich, ist es ganz, ganz wichtig bei Bösewicht-Teams, sind wirkliche Bedrohungen.
die sind überzeugt von ihren Ansichten. Das sind Bedrohungen, die sind die machen wirklich Zeug, wo du halt wirklich denkst, oh mein Gott, da passiert gleich das absolut Schlimmste auf der Welt, obwohl die ja von sich selbst aus sagen, die wollen halt gute Dinge tun, aber man merkt halt schon, ne, dass sie in ihrer Überzeugung halt schon sehr, sehr verkorkst sind. Aber es ist nicht so, dass es halt zu viel Fokus auf diese Story gelegt wird. Es ist einfach gesagt, okay, was ist das? Das sind unsere Ziele, das machen wir und jetzt musst du uns aufhalten. Das ist eine Sache, die mag ich an Oras nicht so sehr, deswegen mag ich Rubin und Saphir mehr. In halt der sechsten Generation wird viel zu viel Fokus auf die Handlung gelegt, obwohl sie halt so schlecht ist und dadurch wirkt sie halt noch dämlicher. Dadurch, dass halt aber in Rubin und Saphir nicht so viel Fokus darauf gelegt wird, du die ganzen Charaktere zwar begegnest, sie antrittst und so weiter und so fort, aber die ganzen Dialoge relativ kurz gefasst sind, keine großen Cutscenes und so weiter stattfinden, ist das wesentlich angenehmer zu spielen und dir fällt nicht so schnell auf, dass das, was die da labern, absoluter Ranz ist. Dir fällt nur auf, okay, die haben etwas vor, kann man hinterfragen, aber wir müssen die aufhalten, weil die böse sind. Und dann, wenn es halt soweit ist, merkst du, oh mein Gott, das war ja ganz schön dämlich von denen. Aber das finde ich halt wesentlich angenehmer zu spielen und auch zu gucken, als halt Omega Rubin und Alpha Saphir. Wie gesagt, gute Spiele machen mir Spaß, aber das Storytelling in Rubin und Saphir ist halt wesentlich besser als in Omega Rubin und Alpha Saphir. Also in Oras haben die es in meinen Augen halt nicht verstanden, was die Handlung in Rubin und Saphir so gut macht. Denn Handlung besteht aus mehr als nur die Handlung selbst, sondern auch Storytelling, Charaktere und so weiter und so fort, habe ich ja schon mal erzählt. Und dadurch, dass das alles so gut zusammenpasst auf die dritte Generation, finde ich es einfach wesentlich, wesentlich besser gemacht. Und auch Artie und Maxi finde ich halt wesentlich besser. Also nicht Artie, wie hieß er nochmal? Die hießen Mark und Adrian. Mark und Adrian, habe ich gerade Artie gesagt? Das ist doch der aus... der fünften Generation der Arenenleiter. Mark und Adrian, die mag ich in Rubin und Saphir wesentlich mehr. Wirklich, ich liebe deren Outfits. Ich finde die richtig gut. Ich mag deren Redesigns nicht. Ich mag deren Redesigns in Omega Rubin und Alpha Saphir nicht. Für mich sieht Adrian einfach nur aus wie ein dummer Kackbuhn jetzt. Also wirklich, dieses hautenge Zeug und so weiter und so fort, dieses direkt ins Gesicht. Ich bin ein Pirat. Au! Das geht mir total auf die Nerven. Das finde ich halt einfach nicht gut. Und Mark ist halt... Naja, der ist halt wirklich ein richtiger Streber geworden. Und ich fand die in der dritten Generation wesentlich besser gemacht. Das könnte auch überhaupt mit dem Anime dran liegen, dass ich die halt dadurch wesentlich bedrohlicher fand. Klar, du hast halt da auch Adrian gehabt, der halt auch so sein offenes Hemd da quasi gehabt, seine Brust gezeigt, ist halt gesagt, haha, ich bin ein Pirat und so weiter und so fort. Aber ich finde halt, Omega Rubin wurde halt wirklich nur noch auf dieses, ich bin ein dummer, muskulöser Typ reduziert. Das mag ich nicht. Ich finde die in der dritten Generation wesentlich besser gemacht. Sowohl Mark als auch Adrian, weil die mit ihrem Character Design in meinen Augen wesentlich mehr ausstrahlen, was sie sind, als was sie in Omega Rubin Alpha Saphir machen. Omega Rubin Alpha Saphir wird einfach nur ins direkte Gesicht gerückt. Ich bin ein muskulöser Kackboon und ich bin der Intellektuelle. Aber ich finde halt in Rubin und Saphir wirken die halt wesentlich komplexer als in Omega Rubin und Alpha Saphir. Merkwürdig das sozusagen, ja, aber ich finde halt, deren Character Designs sind nicht so direkt in your face, dass sie halt dir sagen, wir haben diesen einen Character Trait. Und das ist halt sehr schade. Character Designs, apropos auch noch, ich liebe halt Maike und Briggs. Also Maike und Briggs Character Design sind in der dritten Generation so unglaublich gut. Vor allem Briggs. Ich bin ja auch Fan des Pokémon-Mangas. Und ich muss halt sagen, ich ship die beiden, weil, ne, wenn ihr den Manga gelesen habt, weiß schon und so weiter und so fort. Das sind halt in meinen Augen wirklich tolle Hauptcharaktere. Wirklich tolle Hauptcharaktere, finde ich halt. Und auch, das ist besser als der vierten Generation. Ich mag die Hauptcharaktere in der vierten Generation nicht wirklich. Aber die aus der dritten Generation haben in meinen Augen richtig gute Designs, haben etwas verschwendetes Potenzial. Jetzt komme ich aber auch noch gleich. Aber prinzipiell mag ich die Charaktere. Ich finde, das sind richtig gute Charaktere und das sind richtig gute Protagonisten für die Spiele. Ich wünsche natürlich, dass die ein bisschen mehr gehabt hätten, weil du hast halt in der dritten Generation deinen letzten Kampf gegen Maike oder Briggs in Segras Ulp City. Und dann haben die halt nicht mal einen voll entwickelten Starter. Ich meine, was soll das? Warum ist dein letzter Kampf gegen deinen Rivalen in Segras Ulp City nach dem sechsten Orden? Und dann siehst du den einfach nie wieder, bis du bei der Liga bist? Und dann, ich weiß nicht, was das sein soll. Klar, Omega Rubin und Alpha Saphir ist besser gemacht, weil du dann halt nach der Liga nochmal gegen die antreten kannst. Das finde ich sehr gut. Das haben die gut gemacht. Aber dieser fade Beigeschmack, der halt in Rubin und Saphir mit dabei ist. Warum zur Hölle kämpfst du gegen die in Segras Ulp City vor dem Einkaufszentrum das letzte Mal? Mir ist schon klar, warum wahrscheinlich. Weil die wollten, dass Heiko dein letzter Kampf wird.
Aber warum denn Heiko? Heiko ist so ein nerviger Charakter. Den hätte man in meinen Augen ruhig im Spiel lassen können. Den hättest du eine kleine Rolle geben können. Aber warum denn Heiko? Du kannst mir doch keiner erzählen, dass Heiko ein besserer Rivale ist als Briggs und Maike. Oh mein Gott. Vor allem, der ist doch so wack, einfach den hier anzutreten. Der ist halt doch so, einfach so weak. Ey, nee, also sorry. Also das finde ich so unglaublich schlecht gemacht. Ich finde, Briggs und Maike haben so viel Potenzial. Ich finde es einfach schade, dass das nicht genutzt wird. Und einfach gesagt wird, jo, wir machen jetzt Heiko. Warum Heiko? Wer interessiert sich für Heiko? Klar, in Omega Robin Alpha, sie hat einen fantastischen Track und ich liebe den. Aber das sind so Sachen, die ich einfach nicht verstehen kann. Es ist so verschwendetes Potenzial einfach. Und ich mag das einfach nicht. Ich mag das einfach nicht, dass unsere Rivalen halt dann halt leider so schlecht behandelt wurden am Ende. Das ist super schade, in meinen Augen. Das ist in meinen Augen nicht so schön. Aber dafür begegnest du den halt relativ häufig im Spielverlauf davor. Und wie gesagt, ich finde die einfach sympathisch, bieten sich halt sehr gut an. Und zum Beispiel halt auch, ich mochte das irgendwie sehr, dass du halt, wenn du die vierte Arena gemacht hast, ich hab vergessen, wie es heißt. Tut mir leid. Ich bin, wie gesagt, schlecht mit Pokémon-Orten. Auf jeden Fall kommt dann halt dein Rivale, gibt dir dann halt deine Brillen, war das, und dann kannst du halt in die Wüste gehen. Das finde ich ziemlich cool. Das finde ich, gibt den ganzen irgendwie Touch, wenn du dir halt öfters begegnest und nicht nur gegen die antritt, sondern halt auch irgendwie, die auch ein bisschen helfen. Ich mag das. Ich mag das sehr. Und apropos, jetzt gerade nochmal die Arena. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich halt viele Arena-Leiter mag und dass die halt sehr schwer sind. Aber ich habe noch gar nichts zu den Charakteren gesagt. Und zwar, ich bin riesiger Fan von den Arena-Leitern. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, die sind halt relativ schwer. Aber ich bin auch ein riesiger Fan einfach von den Charakteren. Ich weiß nicht, ob das an den Charakterdesigns liegt oder ob die einfach wirklich so gut gemacht sind. Ich glaube, das ist so ein kleines Zusammenspiel von allem. Aber ich finde die alle so sympathisch. Felicia finde ich halt relativ okay. Ist jetzt nichts Fantastisches, aber ich finde die ziemlich cool. Camillo, keine Ahnung. Dem verbinde ich irgendwie so ein geistiger Zusammenhalt. Einfach weil das so ein Typ ist, der die ganze Zeit trainiert. Ich feiere den total. Walter, ey, das ist der nette Onkel von nebenan. Der ist super korrekt. Das habe ich letztens noch mal im Stream gesprochen. Er hat gesagt, ja, mit dem würde ich gerne mal ein Bier heben gehen. Jetzt mal kein Scheiß. Der ist so sympathisch. Flavia ist meine absolute Lieblingsarena-Leiterin von allen. Ich liebe Flavia. Ich liebe ihr Design. Ich finde ihren Charakter super. Ja, einige sagen halt, sie ist so ein bisschen quirky, aber das finde ich jetzt nicht so. Ich habe ein bisschen Probleme mit einfach den Charakteren, die einfach nur quirky sein sollen. Aber sie ist eine etwas jüngere Arena-Leiterin. Sie gibt ihr Bestes und sie ist einfach in meinen Augen sehr sympathisch. Und nicht einfach nur, oh nein, ich weiß hier gar nicht, was ich tun soll. Hi, ha, hu, ha. Und das mag ich halt nicht so sehr an Charakteren. Aber ich finde sie halt gut gemacht. Es könnte auch mit einem Anime liegen. Da war sie auch sehr sympathisch. Da war sie auch gerade neu. Aber sie war, sie ist sehr positiv. Sie hat richtig Bock auf das, was sie macht. Und gibt trotzdem ihr Bestes. Und ich finde sie super cool. Und die ganzen weiteren Arena-Leiter sind so geil. Ich meine, Leute. Norman ist als Arena-Leiter das allererste Mal in einem Pokémon-Spiel, dass wir unseren Vater kennen. Und ich glaube, das ist auch bis jetzt der einzige Vater, den man in Pokémon getroffen hat. Ich meine, ihr könnt mich jetzt korrigieren. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Ich meine, in der Generation 4 kennen wir unseren Vater nicht. In Generation 5 kennen wir unseren Vater nicht. 6 kennen wir ihn nicht. 7, keine Ahnung. Und 8 glaube ich auch nicht. Nee, ich glaube, Norman ist der einzige Vater, den jemals ein Protagonist in Pokémon hatte. Und ich finde den so cool. Ich finde, es gibt denen nochmal so unendlich vielen Vorsprung zu so vielen anderen Charakteren. Ich finde das fantastisch. Ich finde es so schade, dass wir halt quasi keinen weiteren Väter in Pokémon haben, aber gleichzeitig irgendwie so, das macht Norman nochmal so richtig besonders. Und das ist richtig cool. Der hat ein richtig schweres Team mit seinen Litharkings. Und ich finde es einfach fantastisch. Also wirklich, die Arena-Leiter in dieser Generation sind super. Wirklich, die Arena-Leiter sind super gemacht und ich bin ein riesiger Fan. Leider trifft das nicht auf alle zu. Denn, ich habe ja bereits vorhin gesagt, es gibt einen Grund, weshalb ich Rubin und Saphir wesentlich besser finde als Smaragd. Okay, das ist wesentlich. Also, ich finde die auf jeden Fall besser als Smaragd. Ich finde die auf jeden Fall besser. Und zwar, gibt es einen Charakter, den hasse ich. Ich bin letztes Mal im Stream nochmal durchgegangen und ich glaube, ja, das ist mein meistgehasster Champ. Ich finde, es gibt viele schlechte Champs. Ich mag Lauro nicht. Ich mag Lauro nicht aus Schwarz und Weiß. Ich mag Kukui nicht aus Gen 7. Und wenn mir jetzt irgendwann ankommt, die ist gar nicht der Champ. Das ist der Champ-Kampf, ist mir egal. Es ist das Gleiche. Genauso wie auch wie Tali. Auch nervig. Aber Leute, Vasili ist der absolut
schrecklichste Champ, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und der einzige Grund, warum das so ist, ist, weil Troy davor war. Ich liebe es, Rubin und Saphir zu spielen, einfach weil ich gegen Troy antreten will. Das ist so ein geiler Charakter. Für mich der zweitbeste Champ, den wir jemals hatten. Er ist so schwer, hat so ein stronges Team, so ein geiler Charakter. Der ist fantastisch. Ich liebe Troy. Und da haben wir einen Smaragd. Einfach Juan als achten Arena-Leiter und Vasili als Champ. Wie scheiße kann man etwas machen? Warum haben wir einen Wasser-Arena-Leiter als letzte Arena und einen Wasser-Champ? Warum? Was soll das? Mir ist bewusst, dass du gegen Troy in Smaragd nochmal antreten kannst. Quasi so als Secret-Boss-Fight wie Rot in Gold und Silber. Aber es ändert es für mich nicht. Meistens spiele ich nicht so weit, wenn ich meine Spiele durchspiele. Ich will einmal das Spiel durchspielen, das Postgame lasse ich weg. Und deswegen komme ich meistens nicht gegen Troy, wenn ich Smaragd spiele. Und deswegen spiele ich meistens Rubin und Saphir. Einfach nur, weil ich gegen Troy antreten will. Oh mein Gott, hasse ich Vasili. Den kann ich so zu 0,0% leiden. Ey, der geht mir so auf die Nerven. Oh mein Gott. Ich hasse den. Wirklich, ich hasse den so hart. Und deswegen ist für mich Rubin und Saphir über Smaragd. Einfach nur, weil der so ein nerviger Charakter ist, mit Troy genommen hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, der ist halt auch einfach weak. Also, der hatte halt auch einfach kein gutes Team als Champ. Musst du dir überlegen, was hatte Troy? Der hatte halt Metagross, der hatte Fossilien, der hatte Pazairon, der war so ein guter Charakter. Und was hat der als Champ? Der hat Vylord, Velser, Tentoxa, Kapaloris, Garados und Milotic. Garados und Milotic sind strong, ja. Tentoxa, okay, ist jetzt nicht das krasseste auf der Welt. Und tut mir leid, also Garados und Milotic, ja, die sind halt relativ gut. Aber gleichzeitig kann Garados, sehe ich gerade, der kann Drachentanz und, naja, Erdbeben und Hyperstrahl sind zwar strong, aber Surfer ist halt speziell in der Generation. Deswegen, bisschen der, also wirklich, ne, also, sorry. Also, ne. Vasili, kacke, hasse Arenaleiter, ich hasse diesen Mann, so sehr. Als 8. Arenaleiter, vollkommen okay, habe ich gerade Arenaleiter gesagt, hasse Arenaleiter? Ne, das ist mein Hass-Champ. Arenaleiter, vollkommen okay, Champ, absolut schrecklich, hasse ich maximal. Oh mein Gott. Okay, aber was ich auch noch erwähnen wollte, das ist eine Sache, da gibt es ja viele verschiedene Gemüter, sind wir ehrlich, ne, dieses, Höhen 12 out of 10, too much water. Ich weiß. Viele Leute finden halt, dass es in Höhen zu viel Wasser geht. Und das kann ich nachvollziehen. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Ich persönlich bin ein Fan von den Wasserrouten. Ich mag die. Ich mag die Wasserrouten einfach aus dem Grund, dass du da halt viel erkunden kannst. Du kannst da wirklich viel erkunden. Wenn du Taucher hast, kannst du so viele Stellen dort entdecken. Du kannst da wirklich deine Zeit rein investieren und richtig viel sehen. Wenn du halt Schutz anmachst, taucht auch nicht die ganze Zeit ein Pokémon auf. Da musst du halt nur Schutz anmachen. Und es ist halt in meinen Augen ein sehr schönes, großes Areal, was du erkunden kannst. Und du kannst da wirklich schöne Sachen finden. Wenn du halt jemand bist wie ich, der halt sich gerne in Spielen umsieht und versucht alles zu entdecken, macht das wirklich Spaß. Dann kannst du damit wirklich, wirklich coole Sachen machen. Das Problem außerdem ist Tauchen, also wirklich, also tut mir leid, Tauchen als VM. Tauchen als VM ist ja fantastisch. Wirklich das Unterwasser sein. Ey, das sah in Gen 3 so geil aus. Also, als ich das allererste Mal unter Wasser war in Gen 3, oh mein Gott, das war für mich eine komplett neue Welt. Es war so fantastisch. Ich verstehe auch einfach nicht, warum du nicht öfters in Spielen tauchen kannst. Klar, es kam in Oras dann wieder, aber das war ja quasi die einzige Generation. Nur in Höhen geht das. Und aber wenn du tauchst, das sieht so cool aus, wirklich so. Du kannst quasi nochmal eine Welt unter der Welt machen. Und das ist so eine gute Idee gewesen. Generell, ich bin ein riesiger Fan von der Dualität, die halt in Höhen halt gegeben wird. Diese Dualität zwischen Land und Wasser, darum geht es ja die ganze Zeit mit dem Aqua und dem Magma, den Wasser- und den Landrouten. Deswegen haben wir ja teilweise auch schon 50-50 Routen. Und ich bin ein großer Fan davon. Ich mag diese Thematik und ich finde, die ist wirklich gut gemacht. Das Problem ist nur, und ich glaube, das ist das Problem für viele Leute bei den Wasserrouten ist, die sind halt leider teilweise auch sehr langweilig. Ich glaube, das größte Problem ist,
dass die halt alle gleich aussehen. Wirklich, du hast halt einfach Wasser und gehst da halt durch. Wenn du halt das mit Tauchen kombinierst, dann wird es wiederum richtig interessant, aber das musst du auch machen. Wenn du keine Person bist, die halt gerne alles erkundet, dann ist das einfach für dich ein riesiger Haufen Wasser und das wirkt halt sehr langweilig auf viele Leute. Du kannst halt sehr viele Trainer machen, das finde ich sehr cool, dann kannst du halt viel trainieren und so weiter und so fort, aber prinzipiell sieht halt alles gleich aus, was halt sehr schade ist, weil ich mag es nicht, wenn in Spielen alles gleich aussieht, das ist einfach dämlich, finde ich. Und einfach schlechtes Level-Design dann. Und ich glaube auch, das größte Problem ist, dass die Pokémon-Vielfalt einfach schrecklich ist. Wasserrouten wären wahrscheinlich beliebter, wenn du halt wirklich verschiedene Wasser-Pokémon an verschiedenen Stellen finden würdest. Aber du kriegst ja überall, du surfst, kriegst ein Wingull, kriegst ein Tentacher, kriegst ein Walmeer. Keine Ahnung, das war es ja gefühlt auch schon. Warum gibt es, ich meine, bis zur dritten Generation gab es schon einige Wasser-Pokémon. Ich finde, das hätte man Oras nochmal besser machen können, weil da hat es ja noch mehr Pokémon zur Auswahl bis zur sechsten Gen. Ich finde, man hätte einfach machen sollen, dass man einfach noch mehr Pokémon aus Gen 4 und Gen 5 und Gen 6 halt quasi finden kann, die im Wasser leben. Und das finde ich einfach super schade, weil du wirklich surfst da lang und siehst immer nur den gleichen Kram. Und das ist halt schade, weil du hast erst dann wirklich die Region, ich finde, die Höhenregion ist fantastisch. Du hast so viele verschiedene Orte, die du wirklich erkunden kannst. Du hast Wüstengebiete. Du hast Vulkangebiete, Höhlen natürlich, Wälder und du kannst so viel sehen. Und ich finde, das ist wunderbar, weil du so eine schöne Pokémon-Vielfalt dadurch schaffen kannst. Aber, was machst du? Du bist auf dieser Wasserroute, auf diesem Wasserroutenkampf, das sind irgendwie 5, 6, 7, 8, 10 Stück oder so. Und es sind immer die gleichen Pokémon. Und das ist einfach schade, weil du spielst das und denkst dir so, wow. Ich habe jetzt die ganze Zeit, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt gespielt, immer was Neues gesehen. Und ab diesem Zeitpunkt des Spiels gibt es ja quasi nur noch die gleichen Pokémon. Und das ist super schade, weil wenn da einfach mehr Auswahl gewesen wäre, hätte man das, glaube ich, besser gestalten können. Ich glaube, dann wären die Leute mehr zufrieden mit den Wasserrouten gewesen, einfach weil dann trotzdem mehr Abwechslung geboten wäre. Weil du dann einfach trotzdem immer wieder, oh, was finde ich denn hier? Was ist denn da? Und so weiter und so fort. Ich glaube, dann hätten die Leute auch mehr Interesse gehabt, das Ganze zu erkunden, weil du, wenn du je nach Route halt, klar, dann kann ein bisschen darüber reden, aber das ist doch ein riesiges Meer. Warum sollte es auf der Route gehen, wenn ich ein bisschen 2 Meter weiter gehe, in andere Pokémon? Aber ganz ehrlich, come on. Das ist Pokémon, wen juckt das? Es geht doch bloß darum, dass die Spiele Spaß machen. Und es ist halt sehr schade, dass dadurch halt in meinen Augen einiges an Spielspaß genommen wird. Aber wie gesagt, du kannst halt viel mit den Wasserrouten entdecken, auch wenn du später zu Flossbrunn kommst. Das ist eine Stadt, die du komplett übersehen kannst. Das finde ich sau cool. Du kannst einfach Flossbrunn finden. Und klar, du kannst da jetzt nicht so krass viel machen. Aber ich finde, das ist eine Sache, die an Gen 3 sehr gut ist. Du kannst viel entdecken, was du auch einfach komplett übersehen hättest. Das haben in meinen Augen nicht besonders viele Pokémon-Spiele. Viele Pokémon-Spiele zeigen dir alles direkt und haben vielleicht 1, 2 Sachen, die nicht so direkt auffallend sind. Aber Gen 3 hat wirklich viele Orte. Dadurch, dass du mit Surfer und Taucher sehr viel entdecken kannst, du kannst halt Flossbrunn entdecken, hättest du auch einfach komplett übersehen können. Und es gibt viele Sachen, die du einfach komplett übersehen kannst. Auch Neumalvenfroh. Wenn du nie wieder nach hinten zurückgehst, nie wieder Walter ansprichst, dann vergisst du das einfach und gehst nicht nach Neumalvenfroh. Und dann fährst du es irgendwann später, dass du da nochmal Donnerstein und so weiter und so fort findest. Das ist super cool. Und das mag ich einfach sehr, dass du halt so viele da entdecken kannst. Das macht mir richtig viel Spaß. Wirklich, du kannst in Höhen halt so viel deine Zeit verbringen. Und das ist einfach geil. Das ist halt einfach geil. Darunter fallen aber für mich auch zum Beispiel die Regis. Wirklich, die Regis zu entdecken, ist wohl einer der aufwendigsten Dinge, die es jemals gab. Aber gleichzeitig eine der absolut interessantesten. Klar, man sagt immer wieder so, mein Gott, Alter, wer kommt denn darauf? Und habt ihr auch vollkommen recht, wer kommt denn darauf? Solche Sachen, die waren eher für so etwas wie Lösungsbücher gedacht. Damals hatten Lösungsbücher noch einen Sinn, weil in Spiele Geheimnisse eingebaut wurden, die dann in diesen Lösungsbüchern verraten wurden, damit du halt was entdecken kannst, damit du halt in den Spielen noch was finden kannst, was du vorher vergessen hast, obwohl du das Spiel ganz normal gespielt hast. Und dafür waren Lösungsbücher vorher da. Und dadurch konntest du in den Lösungsbüchern halt die Regis finden und zum Beispiel auch Latios und Latios, das komme ich auch gleich nochmal. Und das war fantastisch. Ich finde, das war so unglaublich geil. Wie ich meine, du kommst da halt selbstständig nicht drauf. Klar, ich glaube, in der Spieleanleitung war das Alphabet von den Icognito mit drin, damit du das lesen kannst, aber die Spieler, die Komplettlösung hat dir halt alles verraten. Damals war Komplettlösung halt wirklich noch sinnvoll. Und damals hat die Komplettlösung dir alles verraten, wie du das machen konntest. Und das ist so unglaublich gut gewesen. Deswegen, also ich finde, wie die Legis in Gen 3 gehandhabt wurden, ist fantastisch. Es ist so gut. Ich meine, da will mir auch keiner widersprechen. Eigentlich haben alle gesagt, bis Gen 5 wurden die Legis gut gehandhabt. Dann kam halt der Gen 6, hat es ein bisschen ruiniert.
Aber bis zu Gen 5 wurde eigentlich noch alles gut gemacht. Da sind sich, glaube ich, viele Leute einig. Und ich finde es so cool, wie du die Regis entdecken kannst. Mein Problem ist halt bei Latias und Latios, dass es ein Wander-Pokémon sind. Und ich hasse Wander-Pokémon, weil die in meinen Augen einfach nur nervig sind und einfach nur zu zeitaufwendig für das, was sie am Ende sind. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Weil Latias und Latios, coole Pokémon. Aber Wander-Pokémon, sehr, 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 sehr nervig. Auch trotzdem cool, dass man die so kriegen kann, aber prinzipiell ein bisschen zu anstrengend, wenn ihr mich fragt. Aber mit den Regis, wirklich fantastisch gemacht, finde ich, ist ein super cooles Rätsel. Komplett Lösung, hat sogar Sinn gemacht. Ich finde es fantastisch. Ich finde es wirklich fantastisch gemacht. Und generell, wie gesagt, Legis finde ich fantastisch in den drei. Du hattest halt damals coole Events mit Deoxys und die Rachi, super geil. Und dazu habe ich jetzt natürlich noch gar nichts gesagt. Und zwar zu den Coverlegenden. Kyogre und Groudon. Und es ist mir jetzt egal, wie ihr die ausspricht, wenn ihr jetzt mal sagt, das heißt aber nicht Groudon. Das heißt nicht Groudon, sondern Groudon. Oder das heißt nicht Kyogre, sondern Kyogre, ist mir sowas von egal. Es ist doch vollkommen egal, wie Pokémon ausgesprochen werden. Außerdem, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kyogre heißt. Ich glaube, das wurde halt so auch einmal offiziell gesagt. Aber prinzipiell ist mir egal, ich kann Pokémon aussprechen, wie ihr wollt. Ob es Arceus oder Arceus ist oder Arceus, ist mir so egal. Aber ich sag halt Groudon und Kyogre. Und die finde ich fantastisch. Wirklich, das sind so richtig, richtig, richtig gute Coverlegenden. Groudon war früher tatsächlich auch mein Lieblingslegi. Ich habe Groudon geliebt, das war so fantastisch. Oh mein Gott, liebe ich die Gen 3 Legis. Und dann kommt noch Rayquaza mit dazu. Ey, das war so ein geiles Legendentrio. Wirklich, ich glaube auch tatsächlich, Kyogre, Groudon, Rayquaza, das ist mein absolutes Lieblings-Cover-Legenden-Trio. Es ist so unglaublich gut. Ich finde, jedes von denen hat ein richtig gutes Design. Jedes von denen passt einfach prinzipiell richtig gut halt zur ganzen Region, weil es halt diese Dualität darstellt. Es passt einfach so gut zu den Spielen, zur Region, zu einfach allem. Und ich bin ein riesiger Fan von denen. Auch, klar, dieser eine Kampf zwischen Kyogre und Groudon in Smaragd, ein bisschen dämlich, weil Groudon hat, glaube ich, etwas Nachteil, würde ich jetzt behaupten, auf seiner kleinen Mini-Insel gegen Kyogre, aber trotzdem super cool. Und vor allem dann noch mit Rayquaza. Ich finde, in Gen 3, habe ich ja gerade schon gesagt, da sind halt viele Orte, die du halt entdecken kannst, aber es hat auch so viele einprägsame Orte. Die Wüste ist etwas, da kannst du auch in der Reihentheorie komplett vorbeigehen. Du kannst daran komplett vorbeigehen. Du kriegst irgendwann halt einmal die Brillen, aber du kannst daran vorbeigehen. Oder du erkundest die und dann kriegst du halt die Fossilien. Und es ist ziemlich nice. Der Schlotberg auch, wo du halt gegen die Magma und die Magwand antrittst, ein sehr, sehr cooler Ort, den du halt nicht so schnell vergisst. Die Urzeithöhle, wo du Kyogre und Groudon auch findest, auch etwas, wo du halt, keinen anderen Ort vergleichbar im Spiel hast. Und natürlich der Himmelsturm. Der, wo du Rayquaza finden kannst, ist so unglaublich gut gemacht. In Smaragd wird natürlich gesagt, dass du da hingehen musst, aber du musst den Rubin und Saphir erstmal finden. Ich glaube auch, du kommst nicht zu Rayquaza, bis du Liga gemacht hast. Ich glaube, den Himmelsturm kannst du nicht erreichen, bis du die Liga gemacht hast. Und das finde ich so unglaublich gut, weil sich dann quasi nochmal ein neuer Weg für dich öffnet, den du halt vorher nicht hattest. Und das finde ich fantastisch. Und das ist, warte, war das der Himmelsturm? Nee, warte, das war nicht der Himmelsturm, der hieß ein bisschen anders. Der Himmelsturm war der in Mystery Dungeon. In Rubin und Saphir. Nee, genau, Himmelsturm in Mystery Dungeon und Himmelturm in Rubin und Saphir. Super merkwürdig, da fehlt einfach nur ein S. Keine Ahnung, deswegen wechsle ich jetzt immer, aber auf jeden Fall der Himmelturm, den kriegst du erst in Rubin und Saphir, wenn du die Liga gemacht hast. Und das ist so unglaublich cool, weil wenn du nochmal da langsurfst zu Schlossbrunn, auf einmal ein neuer Weg, den du entdecken kannst. Und dann kommst du zum Himmelturm und dann kannst du Rayquaza finden. Und das ist so unglaublich gut gemacht. Und ich finde es fantastisch. Ich finde es wirklich alles fantastisch. Ich fand als Kind immer sehr schwer, da hochzukommen mit dem Fahrrad. Aber ganz ehrlich, es ist cool und ich finde es super schade, wie es in Oras gehandhabt wurde, weil ich finde den Himmelturm in Oras einfach scheiße, weil du einfach die Treppen hochgehst und du kriegst einfach nur zugelabert und es ist einfach so langweilig, weil du halt nicht dein eigenes entdecken kannst, das ist einfach doof. Wirklich, ich mag den Himmelturm in Oras einfach nicht. Ich finde halt Oras einige Sachen schlechter gemacht als Rubin und Saphir, deswegen sage ich ja, ich mag Rubin und Saphir mehr, aber prinzipiell trotz natürlich gute Spiele. Aber ja, deswegen, also ich liebe die dritte Generation. Ich finde, es hat so unglaublich viele schöne Sachen gemacht. Klar, auch ein paar negative Sachen, das hat jede Generation. Ich bin trotzdem Fan von den Wasserrouten. Ich mag die Pokémon, ich mag die Region an sich, ich mag die Handlungsstränge, die dort stattfinden. Ich mag Team Aqua, Team Magma. Ich finde das so unglaublich gut gemacht. Und deswegen liebe ich einfach Rubin und Saphir. Wie am Anfang gesagt, ihr könnt mir gerne sagen, was eure Meinung zu den Spielen sind, wie ihr die einzelnen Punkte findet, die ich angesprochen habe. Ob ihr noch irgendwas habt, weshalb ihr diese Spiele so sehr liebt, kann ja sein. Kann ja durchaus sein, dass ich auch Sachen ausgelassen habe, die euch super wichtig sind. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Video.
Und das konnte euch ein bisschen was mitgeben für die Leute, die halt selber auch Rubin und Saphir lieben, dass es nochmal so ein gutes Gefühl gibt. Ganz ehrlich, manchmal hört man einfach super gerne, warum etwas so geil ist, wie es ist. Manchmal musst du einfach hören, dass das, was du geil findest, geil ist. Sind wir ehrlich. Aber ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Positive Bewertung ist gerne gesehen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.